finde ich das nicht geil. Und genauso wenig fehlt euch eine gewisse Information. Und zwar zum einen werde ich euch so viel verraten, dass Chris und ich definitiv auch mal eine Zeit lang mehr als nur Eltern waren und für unseren Sohn Zeit miteinander verbracht haben. Aber ins Detail, wie gesagt, gehe ich in meinem Podcast. Und zum anderen müsst ihr auch wissen, dass es bei The 50 keine 24/7 Kameras überall hatte, was bedeutet, dass viele Szenen und Momente leider nicht dabei sind. Zum einen eine Szene mit Serkan, Chris und mir, da werde ich dezent von Chris beleidigt, was ich ultra verletzend fand. Wenn ihr den Zusammenhang in meinem Podcast hört, werdet ihr es definitiv nachvollziehen können, wenn eine Frau und ein Mann was miteinander haben und der Typ dann sie von jetzt auf gleich einfach so krass beleidigt. Ganz schlimm. Und eine weitere Situation, wie ich mit unter vier Augen im Zimmer spreche und sie auf die komplette Thematik mit Chris anspreche. Denn im Grunde genommen hat Carina mir, als wir uns dort wieder getroffen haben, eigentlich eine Freundschaft angeboten. Wir waren auch gemeinsam in einem Zimmer und die ersten Tage war auch alles cool. Und sie wusste genau, in welcher Situation der Chris und ich auch sind. Und ich meine, wir waren ja auch mal in der Vergangenheit befreundet und immer wieder habe ich da irgendwie drüber hinweggesehen. Egal wie viele Menschen mich irgendwie gewarnt haben, habe ich immer drüber hinweggesehen und dachte, ja, okay, komm, Neuanfang. Ja, dann war ich gerade frisch getrennt, hochschwanger, da rief sie auch wieder an nach Monaten und fragte, ja, ist alles okay und so weiter. Aber dazu gehe ich mehr ins Detail bei meinem Podcast. Sie war schon immer hinterhältig und sie wird es auch immer bleiben. Ich empfinde es von Frau zu Frau einfach bescheuert, sowas zu machen. Gerade wenn man weiß, was zwischen dem Mann und mir halt aktuell zu diesem Zeitpunkt eben war. Ich habe sie übrigens, als sie da vorne stand, hatte ich ihr auch eine Stimme gegeben. Und ja, ich halte überhaupt gar nichts von ihr. Aber dennoch war ich so loyal der Gruppe gegenüber, was halt, glaube ich, auch mein Fehler war, ihr diese Stimme zu geben. Und ich wusste, dass sie einfach so einen Wind gegen mich machen würde und sagt einem Yassin irgendwie, ich bring dich um, wenn du die Eva wählst. Was hast du denn so Angst, weißt du? Ich dachte, es gibt eine Frauenallianz und die Frauen sollen zusammenhalten. Am Ende des Tages hatte ich ja nur Stimmen von Männern und da bin ich dem Chris natürlich auch dankbar. Gar keine Frage. Außerdem, Cecilia meinte irgendwas von Integration. Ich hätte mich nicht integriert. Sorry, dass ich nachts nicht durchgefeiert habe mit den Leuten und ins Bett gegangen bin. Hatte ich halt keine Lust drauf. Wollte ich nicht. Aber das heißt ja nicht, dass ich mich nicht gut mit denen verstanden habe. Ich habe mit Paco in einem Zimmer geschlafen. Und Yassin hat auch teilweise bei uns im Zimmer geschlafen. Also im Grunde genommen, ich habe mich mit allen neutral und gut verstanden. Und Chris und ich haben uns versprochen, da drin ein Team zu sein, egal was kommt, weil wir halt das für unser Kind machen, ja. Zum Thema Cecilia möchte ich gar nicht so viele Worte sagen. Für die Leute, die mich länger verfolgen, wissen, dass wir mal befreundet waren. Ich finde es halt total asozial und eklig, dass man, obwohl man sich irgendwann mal auch als Freundin ausgegeben hat, sie ist damals mit meinem Hund gegangen, sie war super oft bei mir zu Hause, sie hat mein Baby kennengelernt, als er noch richtig klein war. Das sind alles Menschen, auch Carina, die so gesagt haben, oh Gott, wie schrecklich und Eva, du tust mir ja so leid und ich bin deine Freundin und ja und hier und da und tralala und dann fallen sie mir halt in den Rücken und erzählen irgendeinen Mist, ich würde die beleidigen oder ich hätte mich nicht integriert oder so, das ist einfach affig für mich und ich weiß auch gar nicht, ob Cecilia wirklich den Background kannte, aber ich erzähle viel mehr im Podcast. Da geht die ganze Sache ein. Alles cool. I don't care. Ich habe keine Worte für diese Menschen. Die sind auch todeslangweilig für mich, alle beide. Ob Carina oder Cecilia, brauche ich nicht in meinem Leben. War mir eine Lehre. Ich bin immer zu gutmütig. Das war schon immer. Ich denke immer an das Gute, glaube an das Gute und falle dann auf die Schnauze. Also im Grunde genommen auch irgendwo mein Fehler. So, also Leute, am Freitag gibt es meinen Podcast, den dürft ihr nicht verpassen. Ich werde euch definitiv auch den einen oder anderen Einblick noch schenken und zeigen kleine Ausschnitte, was da so abgeht. Auf jeden Fall bin ich unfassbar ehrlich. Es ist sehr emotional, aber ich lege endlich mal die Karten auf den Tisch.